Frenkel fortsetzt. Heute. Let's play together Diablo 3. Featuring Mone. Jetzt warte mal, was habe ich denn hier? Da habe ich irgendwas zum Wegschmeißen, ne? Wenn ich das Schwert kaufe... Das kann ich jetzt nicht einmal hier hin tun, oder? Doch. Okay. Ich habe ein bisschen was eingekauft, Schatz, auf die Kreditkarte. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Du wirst mehr Geld haben als ich, oder? Wahrscheinlich. 14,3 und 14... Aber wenn du gern was hättest, 9. Dann sag's mir. Was? Du meinst Geld? Ja, oder Gegenstand halt, wenn ich was kaufen soll. Ja, ich muss nochmal gucken. Was hat er denn noch? Der andere hat 14,3. Naja, gut. Ach Gott, Rüstung gibt's ja auch noch. Das habe ich ja völlig übersehen. Ja. Ah, da muss ich jetzt echt mal wühlen hier. Das lohnt sich ja, ey. Also. Der Helm ist genauso. Das ist auch nichts Dolles. Also ich glaube, ich bin durch. Ledermantel. Wo trägt man denn den Ledermantel? Da habe ich gar keinen. Kann ich den überhaupt tragen? Keine Ahnung. Siehst du dann aus wie Neo? Oh Mann, magischer Beinschutz. Das ist ja auch deutlich besser. Ich muss noch mal ein bisschen was wegwerfen. Nee, verkauf's ihm doch. Dann hast du Geld. Ach, stimmt ja. Das ist ein Händler. Na gut. Also, wird erstmal der Scheißkram wird jetzt erstmal vertickt hier. Ja, das taugt ja alles nichts. Das bringt ja auch kaum Kohle und so. Trotzdem. Naja, ich möchte ja auch was aufheben für den komischen Handwerker, weißt? Schon klar. Ich heb mir auch ein bisschen was auf. Mal war's ja nicht. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Okay, also, er hat hier, wenn ich wüsste, ich weiß nicht, ein Ledermantel. Wo trägt man den? Hängt man den um? Ist es wie ein Umhang? Ja. Ja. Am Hals oder an den Schultern? An den Schultern wahrscheinlich, oder? Das ist der Brustschutz. Das musst du auf die Mitte draufklicken. Ein Ledermantel ist das gleiche wie ein Brustschutz. Würde ich schon mal sagen, da hängt er dran. Nee, weil das ist... Nee. Mach's doch einfach mal. Wir haben's doch. Ich habe noch 10.000. Ja, genau. Der ist für die Schultern. Alles klar. Das ist wirklich... Das lohnt sich. Das war wirklich ein neuer Gegenstand, der sich gelohnt hat. Schild kannst du in der Pfeife rauchen. Da habe ich keinen Bock drauf. Den magischen Beinschutz könnte ich mir auch noch kaufen. Habe ich noch Geld? Habe ich noch Geld? Ich habe noch Geld. Nehme ich den auch noch. Chaga. So. Oh, jetzt habe ich... Jetzt bin ich pleite. Verkaufen wir noch was? Nee. Okay. Ja, das wird schon reichen, oder? Ne, ich muss nochmal durchgucken. Was hat er denn noch Schönes? Ich kann es mir natürlich jetzt nicht leisten, weil ich... Okay, ich verkaufe doch alles, was ich habe. Ja, prima. So, ich habe mir auch meine Primär- und sekundären Fähigkeiten erweitert. Ich werde jetzt alles hier verkaufen. Weg mit dem Schotter, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe hier... So, kannst du mir eigentlich Geld geben? Nee, ne? Aber du könntest mir was kaufen, nö, oder? Wie war das? Ich kann dir was kaufen. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen soll. Also, der hat zum Beispiel noch... Was? Eine magische Axt. Jetzt schaue ich gerade mal, ist das eine Zweihänder-Axt? Doppel-Axt. Wo steht denn das? Oh, der hat noch ein magisches Schwert. Das gleiche nochmal. Wie heißt's denn? Ja, das magische Schwert. Das hätte ich gern nochmal ein zweites Mal. Oder nee, warte mal. Minus 30 Leben? Das ist doof. Nee, das will ich nicht. Magisches Zweihandschwert brauche ich auch nicht. Zweihandstreitkurven will ich auch nicht. Also, der hat so eine Axt, eine magische. Für 1926. Welche? Die abenteuerliche Doppelaxt der Schlange? Ja. Aber ich habe jetzt echt was gut bei dir, ne? Hat immerhin 2000 Öcken gekostet. Ja.
Okay, warte mal, vielleicht finde ich noch was. Wenn du yes. schon die Spendierhosen an hast. Ja, das war's jetzt. 15, 22, 17, 18 lohnt sich kaum. Nein, das lohnt sich nicht. 16. So, was hat er hier noch? Reparaturen. So, warum leuchtet das jetzt hier, das Inventar? Was Neues hast. Okay. Moment, jetzt kaufe ich mir, gönne ich mir jetzt auch noch was. Mich auch so ein Schulterschutz. So, Edge. Jetzt bin ich auch fast pleite. Aber gut ausgestattet. So, und wenn man jetzt immer zu dem hin will, muss man immer in diesen scheiß Stollen runterklettern oder was? Das ist ja ganz schön aufwendig. So, jetzt gehen wir raus, ne? Ja. Und dann gehen wir da an der anderen Stelle rein und hoffen mal, dass da ein Speicherpunkt ist, weil ich habe echt Hunger. Ja, ich glaube, es ist jetzt auch schon 8:30. Was machst du für einen Zickzackkurs? Ich habe noch was aufgehoben. Weil ich habe ja jetzt wieder einen... Sehe ich cool aus mit meinem leuchtenden Bogen eigentlich? Wir müssen nur mal uns ins rechte Licht drücken. So? Nicht vor mich hinstellen. Ja, ist halt der Bogen. Hm. Liegt aber vielleicht hier an diesen bläulichen Lichtverhältnissen, dass das irgendwie... So, wo geht's jetzt hier hin? Ebene 1. Ging's nicht irgendwo direkt raus? Oben. Nee. Doch, doch, da war irgendwo ein Direktweg, aber egal. Ein Dreckweg. Direkter Weg. Ja, ja, Dreckweg, sag's nur. Du Sumsel. Du auch so rumnuschelst. Schnuschel nicht. Nuschelst. Der nuschelt, ey, was der nuschelt, Leute, ne? Ich sag's euch, es ist so schwierig, den zu verstehen, allerweil. 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 Ja, ist ja bald wieder Action angesagt in Würzburg. Weindorf. Weinfest, wie auch immer. Schrecklich. Nur Besoffene. Weinen da alle? Ja. Weil ich rausgehe und allen auf den Holzkopf hau. Und dir als allerersten. So, jetzt gehen wir da runter und hoffen, dass da in dem Kackeingang gleich ein Speicherpunkt ist. Dass du immer so Fäkalsprache benutzen musst. Oh, verlassenes Gehöft, da waren wir schon mal, ne? Ja, da ist der arme Bauer. Da müssen wir wieder raus. Muss man versuchen, ein bisschen die Metaebene hier ein bisschen zu erreichen. Mein Gott, haben wir Umwege jetzt in Kauf genommen, nur um das hier noch anzuschauen und das hier noch anzuschauen und das hier noch anzuschauen. Ja, man kann dann aber halt auch nicht nee sagen, ne? Ja, vor allen Dingen, man müsste das ja alles wieder neu aufdecken, wenn man da zurückkommt. Weil wenn man das nicht gleich mitnimmt, dann spawnen ja wieder die ganzen Monster und dann muss man das alles komplett neu erkunden, glaube ich. Ja, und das ist schon wingli-listig. Ach, die sind jetzt dann auch weg, ja, die Monster, wenn wir hier nochmal herkommen. Nee, die tauchen dann wieder auf, denke ich. Oh, weil. Oh, was ist das denn? Das. Achtung, Grünzeug. Der ist da jetzt da am Eingang gewachsen, oder was? Keine Ahnung. Was habe ich denn überhaupt? Das ist echt nur Müll, aber ich nehme es mal mit. So, da unten geht's rein. Hallo. Ja, ich sehe es. Speicherpunkt, bitte. Noch nicht. Shit. Kommt bestimmt noch. Ah! Ich bin jetzt erschrocken, ey. Weg, 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 weg. Penner. Ein dunkler Zirkel hat sich jetzt... Was hast du nur gerade gemacht? Wie, was? Mit deiner Axt? Weiß ich nicht. Du hast komisches Zeug gemacht. Nö. Du leuchtest auch grün. Oh. Moment. Hast du meine neuen Pfeile gesehen? Nein, ich ringe gerade mit mir. Moment.
Weil ich, das ist alles Kack hier. Ich habe einen Ring gefunden. Hast du schon einen Ring? Ja, dich zu knechten. Hast du schon einen Ring? Ja, habe ich auch. Magischen Ring. Plus 8 Geschicklichkeit habe ich. Meiner macht Vitalität! Reunert kannst du behalten. Ja, würde ich auch nicht geben. So. Könntest du mal jetzt gucken. Bitte mal hier irgendwo speichern jetzt? Ich habe nämlich jetzt sowas wie das Maschinengewehr unter den Bogen. Ja, ja, komm her. Hörst du das? Ja, ich sehe es vor allen Dingen. Geil, hä? Das mag ich. Oh, Maschinengewehr. Oh, wir sind da. Wir müssen uns mit dem Ritual beeilen. Martha wird bald hier sein. Was geschah? Dieses Grundstück glüht mit demselben Licht wie der Fremde. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Magda! Ich bringe das Schwert zu seinem Besitzer. Schlampe! Ich beanspruche es. Ich bin Magda. Und ich führe diesen Zirkel. Magdalena? Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle. Halt die Fresse. So sein. Lass die Spiele beginnen. I'll never be Maria Magdalena. Das geht noch nicht. Mann. Wie siehst du das? Haha, wie geil ist das denn? Das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Eine olle Bubbeltasche. Uralten, my ass. Stadtkolben, Reunert. Ja, gebe ich nie wieder her, diesen Schuss. Der ist brillant. Was ist denn hier? Hast du das jetzt genommen, das glühende Schwertbruchstück? Ich hätte hier noch einen Erkundungsköcher. Hallo. Was denn? Ja, jetzt warte doch erstmal. Ich habe noch einen Erkundungsköcher des Bären. Was hat der? Ja, alles Mögliche. Ich habe einen magischen Köcher, der taugt mir. Der ist auch magisch. Der macht 3 Vitalität, Angriffsgeschwindigkeit um 10% erhöht, 6% bessere Chance im magischen Gegenstand. Okay, okay, ja, 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 gib her. Dann muss ich jetzt zu dir hinlaufen. Weil ich kann ihn garantiert mal nicht gebrauchen. Obwohl, wo legt man den an, den Köcher? Am Hals? Nö, ne? Nee, unten. Unten? In meinem Inventar ist der unten rechts. So, und jetzt gehst du mal dahin und nimmst dieses Ding da. Ja. Wir haben es abgeschlossen. So. Komm, jetzt bringen wir es dem Kane noch zurück. Und naja, jetzt warte mal, die Höhle müssen wir schon noch erkunden. Nein. Ja, vielleicht ist ja nicht mehr viel. Da ist schon mal nicht viel. Ja, sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn. Na, hier ist nicht so viel gewesen. Da auch nicht, oder? Weil da könnte ja noch eine Truhe sein oder so. Gar nix. Naja, immerhin ein bisschen Gold. Immerhin ein bisschen Gold! So, und jetzt noch schnell dahin. Oh, da hätten wir uns, ah ne, das ist ein Beamteil. So. Da können wir uns jetzt hinbeamen. Nee, brauchen wir nicht. Wir gehen mit dem Stadtportal. Wir müssen noch zum Deckard Cain zurück. Ja. Also, fupp. Fupp! So, Deckard. Erzähl uns was Schönes. Jawollo! Das Schwertbruchstück habe ich. Aber eine Frau namens Magda hat gemeinsam mit ihren Lakaien versucht, es mir zu entreißen. Onkel Deckard. Das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Tada. So, dann machen wir mal für heute Feierabend, ne? Jawohl, aus die Maus. Tschüss. Tschüss.